Vor allem, wenn jetzt genau das passiert, was ich denke. Hau mal ab da! Soll ich denn da vorbeikommen? Der guckt doch die ganze Zeit hier hin. Da ist jemand. Wir werden angegriffen. So eine Scheiße, wie sollte ich denn da vorbeikommen? Ja, das ist schlecht, wenn er das wusste. Also bei ihm müssen wir auch warten erstmal. Das Pfeifen finde ich ganz cool, vor allem. Eieiei. Welcher Mensch wird denn sowas tun, hier draußen rumzukrabbeln? Drehst du dich vielleicht mal? Ah, jetzt sind wir vorbei. Hinten vielleicht noch irgendwas, das Gefahr hat? Ist jetzt nicht, ne? Boah, ja. Haben wir man sich auch die glatte Fläche? Dann gucken wir uns mal die glatte Fläche an hier. Wie wird sich da dann bitte schon festhalten, vor allem wenn Zug kommt, dann entsteht auch sozusagen ein Sog zwischen den Zügen. Also so ein. Ja, wie soll man das erklären? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist doch fast unmöglich. Da musst du schon einiges an Power haben, was er hier erlebt gerade. Brantons Kumpel bei der CIA haben uns geholfen. Soths rechtes Bein ist künstlicher als das von Lee Majors. Offensichtlich hatte Soth Streit mit einer Landmine. Er gibt eventuell ein anderes Wandel. Perfekt. Monsieur, Sie haben Ohrstöpsel bestellt? Ja, tut mir leid, aber ich konnte keine finden. Wenn Ihre Nachbarn wieder laut werden, rufen Sie mich einfach und ich werde Sie bitten, ruhig zu sein. Danke, es tut mir wirklich leid. Ja, das. Also, save wir. Packen ihn uns. Aufwachen, Poindexter. Sagen Sie mir zuerst, wer Sie sind. Ich bin's, Uncle Sam. Ich will aber prüfen, ob Sie noch für die Guten arbeiten. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Soll ich Ihnen Ihr Geburtsdatum verraten? Schon gut. Was machen Sie hier? Wenn meine Männer uns überraschen, sind wir beide tot. Dann erzählen Sie mir schnell, was Sie über Sardono wissen. Ein Agency-Auftrag. Der Generalstab wünscht militärische Präsenz in Indonesien. Ich war Teil des Plans. Mehr kann ich nicht sagen. Wer ist die Agentenführer? Clifton Finch. Was ist mit dem Tieftemperaturtechniklabor? Sir. Was denn nun schon wieder? Ein Anruf für Sie. Bleiben Sie da. Kein Laut.
Sie. Er ist es. Ist die Verbindung sicher? Wir haben den Chip vor einer Stunde ausgetauscht. Gut. Lassen Sie in den Speisewagen gehen. Ich möchte Ihnen nicht sprechen. Er hat mich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soft-Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Fischer, wir brauchen diesen Anruf. Ich wette, dass er mit Sardono spricht. Müsste eigentlich eine leichte Aufgabe werden. Sehr nah ein Plan à la Sam Fischer aus. An. Da ist auch der Gang zum Dach, das heißt höchstwahrscheinlich wird unsere Mission hier und jetzt gleich zu Ende sein. Hilfe! Ihr müsst mich mitnehmen. So, das war's dann mit der Mission. Von Indonesien eine formale Protestnote wegen der Grenzübertritte von US-Truppen in Osttimor versandt.
Und wenn uns die indonesische Regierung weiter im Kampf gegen den Terrorismus behindert, hat den Daradandoa erfolgreich aus Osttimor vertrieben und einzelne Widerstandszellen zerstört. Die Probleme in Indonesien sollen in Kürze gelöst sein. Erhielten US-Truppen für begrenzte Einsätze auf indonesischem Gebiet. Allerdings unter der Leitung... Lambert, was soll ich mit zwei Babysittern? Ich bin noch ein großer Junge. Sam, diesmal müssen wir eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten. Es gibt eine Verbindung zum Bankkonto von South Laptop. Eine große Summe ging an einen Wohltätigkeitsverein. Tarnung für eine syrische Terrorzelle in Jerusalem. Ich wusste, dass der Pinguin ein Wohltäter ist. Weiter? Einzelheiten gibt es, wenn du vor Ort bist, du großer Junge. Seit wann öffnet man einen Fallschirm direkt nach dem Sprung? Naja gut, ich bin kein Fallschirmspringer, ich weiß es nicht, ob das zu anderen das macht. So, ist auch egal. Ah, keine Missionsbesprechung. Okay, wohl keine. Egal. Wir werden jetzt speichern und dann machen wir sehr agentmäßig eine Pause. Obwohl Agenten nie Pause machen, brauche ich zum einen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Let's Play. Ich bin raus.